Petto, mi si fa il petto. Non è più possibile da qui. Da qui. Einmal nicht mehr ein Ort, in dem Menschen leben, sondern ein Ort, in dem eine Masse von Menschen unter einem Namen lebt, in einem Reservat. Die Schwierigkeit besteht darin, das zu erkennen und in der ununterbrochenen Bereitschaft, das zu begreifen. Und außerdem darin, ständig mit einem Menschen Beruhigung anzufangen. Und solche Personen müssen naturgemäß Furcht ein, weil sie sich auch für sich selbst fürchten, vor der Selbstbeobachtung. Jetzt beschäftigen wir uns mit einer Aktion. Heute wieder und brüllt. Er heißt Sivonia, der graue Ochse. So also begann er zu denken. Frauen wunderten sich gar nicht, dass ich mich in ihre Unterhaltung einmischte. Aus ihrem Akzent schloss ich, dass sie aus Südserbien kamen und ich erfuhr, dass sie zum Hotel Jugoslavia wollten, um an der feierlichen Eröffnung der Jahresversammlung eines Vereins teilzunehmen, der, wenn ich sie richtig verstanden hatte, die Rechte der durch die politische und wirtschaftliche Entwicklung der 90er Jahre geschädigten Rentner wahrnahm. Ich nickte die ganze Zeit, ging langsam und beobachtete aus dem Augenwinkel meine Verfolger. Sie kamen immer näher, bis sie schließlich die Rentner umzingelten, sodass ich mich in der Mitte zweier konzentrischer Kreise bewegte. Es wäre besser, ich wäre schon weit, aber ich bin hier. nach Christus, wird es zu dieser Station zurückkehren, wenn wir bis dahin überhaupt noch leben.
Wie auch immer, dies hinderte mich daran, weiterzugehen. Ich setzte mich auf die erstbeste Bank und tat so, als schaute ich in die Ferne auf die Skyline Belgrads. Vom Apfel war inzwischen nur der Stiel übrig geblieben. Ich kaute auf ihm, spürte seinen bitteren Geschmack auf der Zunge und in diesem Augenblick versetzte der junge Mann ohne jegliche Vorwarnung dem Mädchen eine Ohrfeige, wie sich der Strumpf mit Wasser vollsaugte, wie ihr Fuß im Schlamm versank. Der junge Mann hob die Hand, als wolle er noch einmal zum Schlag ausholen, ließ sie dann sinken, drehte sich um und lief zum Ufer zurück. Ich schaute mich um. Niemand sonst schien etwas gemerkt zu haben. Fast zum Platzen brachte, um im nächsten Moment seine winzigen Mandelaugen nach allen Seiten hin blitzen zu lassen. Am letzten Tag ihres Aufenthalts in Belgrad schien die Sonne. Und Olga ging mit ihren Freunden aus der Zentralbibliothek auf den Kalemegdan spazieren. Als Irinas Vater von ihrer Drogenabhängigkeit erfuhr, schickte Jedomir Bojovic seine Tochter zu einem bekannten Spezialisten nach Moskau. Dank Dr. Popov hasste Irina nun ihr Leben, war aber von der Heroinsucht befreit. Noch lange nach der Rückkehr nach Belgrad empfand Irina an den Orten, wo sie sich einst die Nadel in die Venen gestochen hatte, eine Sehnsucht, wie wenn wir an der Wohnung einer verflossenen Liebe vorbeigehen. Zittrigkeit ist das richtige Wort für den Zustand. Die Freundin meines Vaters hatte eine Schwäche für tiefsinnige Gespräche. Ihrer Überzeugung nach war der moderne Mensch Buridans Esel, der genau zwischen den beiden Symbolen seiner Zeit stand.